Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic. Ja, wir wollen jetzt heute mal die Quest hier für des Richters Lakai mal anfangen zu machen. Und zwar für Lee und mal gucken, wie wir die Quest hier vorankommen. Vielleicht kriegen wir da noch ein paar Erfahrungspunkte, also Erfahrungspunkte kriegen wir da, aber ich hoffe, wir schaffen es dadurch, nochmal ein bisschen in Stärke zu investieren. Damit wir die nächste Waffe endlich mal nutzen können. Aber ich will jetzt erstmal hier pennen gehen, weil wir müssen pennen. Der Dude hier hat uns noch nicht nach Gold gefragt, merke ich gerade. Hoppala. Drück ja auch nur die falsche Taste. So. Ist das schon überhaupt eine Woche wieder her, oder? Oder wie sieht's aus? Egal, wir gehen jetzt in Richtung... hier. Corinnes. Und sehen zu, dass wir da mal, den Richter finden. Keine Ahnung, wo der ist. Wer der Richter ist. Wir wissen auf jeden Fall, wo der eine Dude ist, der hier alles auf Benz geschoben hatte. Aber ich würde das auf jeden Fall jetzt mal machen wollen. Wie viel brauchen wir eigentlich für die nächste Stufe? Wir sind ja Stufe 21, jetzt brauchen wir 126.500. Der Baum hat einen kleinen Dingsfehler. Der ist ja nicht ganz richtig, also der Baumstumpf. Der war ja nicht ganz richtig auf dem Boden. So, ansonsten haben wir eigentlich die meisten Quests schon erledigt, oder? Wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir Innos Auge irgendwie mal abholen können. Aus dem Wald. Und gegen die... Dings da, gegen die Suchenden dort im Wald da auch mal ankommen. Da waren aber auch ein paar Goblin-Skelette. Das weiß ich noch. Die habe ich mir gemerkt. Die will ich auch noch irgendwie mitnehmen. Ich hätte es nur schöner gefunden, wären wir ein bisschen stärker auch gegen die Drachensnapper. Die sind mir auch ein bisschen zu heavy, zu stark. So. So, Mika ist wieder da hinten. Der ist eigentlich der unnützeste Charakter hier jetzt gerade aktuell überhaupt, oder? Kann das sein? Der Mika? So, was ist mit Daron? Daron, du kannst mir doch auch nochmal hier... Ich möchte spenden. Irgendwas geben, oder? 200 nochmal. Innos, segne diesen Mann. Yo. Lass dein Licht über ihm leuchten. Ein Lernpunkt. Schenke ihm Kraft, nach der Gerechtigkeit zu handeln. Erzähl mir nicht sowas. Einfach einen Lernpunkt bekommen. Okay, nice. Einfach so. Jetzt haben wir wieder drei Lernpunkte. Kann mir Dings hier nochmal Stärke beibringen? Wer war das nochmal? Wer konnte mir nochmal hier Stärke beibringen? Alles. Ich glaube, Harad war das. Harad konnte mir auch noch Stärke beibringen, oder? Ne, Karl. Karl war das. Aber Harad können wir auch noch mal fragen. Ist jetzt schon eine Weile her, dass du das letzte Mal da warst. Ja, ja, das können wir. Ich will stärker werden, ja. Ich will stärker werden. Hier. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Du bist schon zu gut. Oh, warte, dann, muss ich wahrscheinlich den einen Talisman hier wieder ausziehen? Den hier? Warte mal. Da bist du ja wieder. So, jetzt. Ich will stärker werden. Okay. Du hast schon ein bisschen was zugelegt. Komm wieder, wenn du mehr lernen willst.
So. Wenn wir das jetzt wieder anziehen, wie viel haben wir jetzt dann insgesamt? 95 Stärke. So. Dann wollen wir jetzt mal hier hoch. Diegos Gold können wir ja noch nicht holen, weil wir noch nicht stark genug sind gegen die Orks. Aber den Richter müssen wir jetzt finden. Ich glaube, der war hier. So, Gerbrand. Ich werde mich da nicht einmischen. Warte mal, hier konnten wir ja auch noch. Bambu? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Zurzeit ist alles ruhig. Das ist doch schon lange bekannt. Okay, so, gehen wir mal hier durch. Hier können wir ja durch. Da gab es ja auch noch ein paar Leute, oder? Mit denen wir quatschen können. Hier den da. Nein, der nicht. Arbeiter auch nicht. Lutero, Stadtwache, Bürger. Quatschen wir nochmal mit Lutero. Ach, der kann nur Ware geben. So, was hat er? Wir können ihm aber gewisse Sachen, hier die Dinger, andrehen. Die brauchen wir ja nicht. So, und die Dolche. Sonst haben wir hier jetzt nichts. Außer Schwefel. Ich habe keine Ahnung, wofür diese anderen Münzen hier zu gebrauchen sind. So, auf zum Richter und bieten wir ihm unsere Dienste an. Wo finde ich ihn überhaupt? Also ich gehe mal von aus, dass wir ihn hier bei Hagen finden. Das war, glaube ich, der eine Dude, der oben war. Ich glaube, das war schon hier oben. Der eine. Ich glaube, das war eher Larius. Hey, du. Wie sieht's aus? Was geht dich das an? Solange die Paladine in der Stadt sind, kümmert sich Lord Hagen um alle Belange, die die Stadt betreffen. Okay, ich wollte nicht stören. Das ist dir gründlich misslungen. Also verschwinde. Okay, er ist es nicht. Wer ist denn hier der Richter? Wer ist hier jetzt der Richter? Ist das hier irgendwo einer? Wir haben hier auf jeden Fall eine Truhe und ein bisschen Wein. Speicher einmal auf die 5 nochmal. Okay, nur nach rechts. Das war alles nur nach rechts. So, wer ist denn jetzt der Richter? Mit wem muss ich reden? Albrecht? Der kann mir nichts beibringen. Wer ist denn der Richter? Ingmar? Auch nicht der Richter, Lord Hagen. Wie ist die Lage? Ich muss einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Wir müssen etwas gegen die Drachen unternehmen. Ja, das müssen wir irgendwie hinkriegen, das stimmt. Das ist in unser aller Interesse. Wer ist denn jetzt der Richter? Wo finde ich den? Das war doch seine Entscheidung. Kann mir irgendjemand sagen, wer der Richter ist? Ich bin ganz deiner Meinung. Steht das irgendwie hier? Lee will, dass ich etwas Belastendes gegen den Richter von Corinus finde. Soll dem Richter meinen Dienst anbieten und dabei die Augen offen halten? Wer ist denn der Richter? Das ist wirklich nicht mein Problem. Torwache? Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Von mir erfährt keiner was. Vielleicht. Also ich gehe mal davon aus, dass dann vielleicht dort in der Kaserne sein könnte jemand. Lord André ist auch nicht der Richter. Ne? Aber wir haben ja noch eine Steintafel für Batras. Was geschehen war.
Ich habe noch eine Steintafel für dich. Ich habe noch eine Steintafel für dich. Gut. Hier, nimm ein paar Tränke als Belohnung. Ich will Adanos etwas spenden. Ich will Adanos etwas spenden. Eine Spende an die Kirche Adanos würde einen Teil der Sünden, die du bis jetzt auf dich geladen haben magst, mindern, mein Sohn. Wie viel kannst du geben? Ich gebe mal 100. Ich habe 100 Goldstücke. Ich segne dich im Namen Adanos für diese großzügige Tat. Möge der Weg, den du einschlägst, unter dem Segen Adanos stehen. 100 Gold gegeben? Reden die anderen jetzt mit mir wieder? Hier, die Händler? Da war ja ein komisches Geräusch. Ich wäre mir da nicht so sicher. Also, ich gehe mal von aus, dass die vielleicht wieder mit mir reden, oder? Das habe ich schon. Hey, du. Verschwinde, du Sträfling. Fantat, echt jetzt. Der erzähle ich gar nichts mehr. Bengaru, Bartok. Ach, erzähl mir nichts. Komm, wir quatschen nochmal mit Bartok. Alles klar? Alles klar? Ja, aber vor die Stadt gehe ich nicht mehr. Zumindest nicht in nächster Zeit. Der Schreck mit dem Ork steckt mir immer noch in den Knochen. Ja gut, also gut, gehen wir mal hier hoch. Wer könnte hier nochmal der Richter sein? Wulfgar glaube ich nicht. Stadtwache. André? Wie ist die Lage in der Stadt? Wie ist die Lage in der Stadt? Alles unter Kontrolle. Ich will das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Das Kopfgeld für einen Verbrecher kassieren. Ne, habe ich immer noch nichts. Und wegen Diebesgeld konnte ich ja auch noch nichts machen. Ist er der Richter? Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Das hier ist die Kaserne. Wo willst du hin? Ne, das ist alles. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Ich wollte eigentlich zum Richter. Wer ist denn der Richter? Ah, Fernando. Womit verdienst du jetzt dein Gold? Womit verdienst du jetzt dein Gold? Lass mich in Ruhe. Das finde ich super, dass er jetzt da chillt. Was? Womit denn? Keine Ahnung. Mir fehlt der entsprechende Gegenstand. Was ist denn der entsprechende Gegenstand? Darf ich hier rein? Truhe, was ist das? Ui, da ist ein Schlüssel. Da war ein Schlüssel. Und ein rostiges Schwert. Hier haben wir Käse und Milch. Okay, sonst ist hier nichts. Ja, raus mit dir. Darf ich hier rein? Hier darf ich rein, okay. Heck. Alles klar bei dir? Alles klar bei dir? Ich bin heilfroh, dass sich die Sache mit dem Mord aufgeklärt hat. Wieso? Kampflos hätten die Söldner doch nie zugeschaut, wie wir einen von ihnen an den Galgen bringen. Schlimmstenfalls hätten sie uns einfach angegriffen. Ich will mir gar nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Hm? Okay. Er ist aber auch nicht der Richter, oder? Mortis? Ich will stärker werden. Ich will stärker werden. Natürlich willst du das. Aber solange du nicht zu uns oder den Paladin gehörst, werde ich dir nicht helfen. Okay, also er nicht. Ich würde nochmal mit Peck reden. Alles klar bei dir? Ich bin heilfroh. Wieso? Kampflos? Schlimmst?
Okay, wo ist denn der Richter? Und warte mal, wir haben eigentlich jetzt so viele Schlüssel. Turmschlüssel? Turmschlüssel? Der Schlüssel für die Truhe von Igaras. Der Turmschlüssel von Valentino. Passt zur Tür des Teleportsteins im Portaltempel. Schlüssel zum Kerker in der Burg. Dann hier öffnet das Tor am Pass. Der Schlüssel zur Pforte des Innusklosters. Der Schlüssel vom Lagerhaus am Hafen. Ein Truhenschlüssel von Xardas. Der Schlüssel gehörte einem Banditen. Der Taverne zur Toten Harpie. Ein Truhenschlüssel von Dexter. Passt zur Tür der Höhle südlich seiner Taverne. Der Schlüssel zur Bibliothek vom Kloster. Ah, okay. Warte, und wir haben einen Turmschlüssel? Hey, so. Du. Kannst du mich trainieren? Kannst du mich trainieren? Mach, dass du wegkommst, Söldner. Okay, dann nicht. Aber wer ist denn jetzt der Richter? Und wir haben jetzt einen Turmschlüssel. Zu welchem Turm gehört er? Wir haben hier ein paar Türme. Und, okay, die Musik läuft jetzt. Ah, jetzt läuft die wieder. Ich habe keine Ahnung, wer der Richter ist, wo ich den finde. Da haben wir schon mal die erste. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das ist nicht der richtige. Wir haben aber einen Turmschlüssel bekommen. Ist nur die Frage, von welchem. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Jetzt will ich wissen, wirklich für welches das ist. Warte mal, ah ne, hier gab es ja nichts. So, warte mal, wo war noch eins? Hier. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, der geht auch nicht. Wo haben wir noch ein Dings? Warte mal, wir können auch nochmal mit Dings hier mal reden. Hier. Vielleicht gibt es ja auch noch Konstantino zum Beispiel. Ich suche Heilung. Ich suche Heilung. Wieso? Bist du verletzt? Ja. Du hast nicht mal einen Kratzer und ich habe Wichtigeres zu tun, als mit dir zu plaudern. Ich wollte aber plaudern. Okay. Dann halt nicht. Warte, das ist auch noch ein Turm, ne? Jo, okay, den haben wir aufgekriegt. Edles Kurzschwert, warte. Wo war denn das? Raus hier. Ja, ja, ich geh schon raus, ja, tut mir leid. Mit dir. Okay, auf diese Art wird das wohl nicht gehen. Warum ist hier ein Anker? Wo war denn der Kutschwert? Da, edles Kutschwert. Warte, da war es doch. Da! Komm, ja, da warst du. Oh, komm! Das will mich doch. So, jetzt gehen wir mal raus. Jetzt kriege ich dich! Was? Mein Gott, ein Kampf! Was ist jetzt sein Problem? So, okay, hier geht's auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich da. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gibt's hier noch was?
Nope. Aber wo finde ich jetzt einen Richter? Wie sieht es mit denen aus? Okay, die, Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Die tun mir nichts. Bin ich jetzt ein Richter, jetzt ernsthaft? Wo hast du das denn schon wieder her? Jetzt krieg ich dich! Mein Gott, Alter. So. Dein Schwert gehört jetzt mir. Deine Items auch. Weh, du legst dich nochmal mit mir an, ne? Komm, steh auf. Komm, aufstehen. Oh, mein Schädel. So. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Es wird immer schlimmer mit dem Gesindel, das in die Stadt kommt. Letzte Nacht habe ich einen Mann in schwarzer Robe durch das obere Viertel verfolgt. Oh. Ich bin mir sicher, der führte was im Schilde. Aber als ich ihn um das Haus des Statthalters folgte, war er einfach verschwunden. Merkwürdige Gestalt. Okay, aber wo wohnt jetzt eigentlich der eine Richter? Den muss ich jetzt auch noch finden. Ich habe keine Ahnung, wer das sein soll. Und Innos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. So, Pablo? Wie ist die Lage? Wie ist die Lage? Es ist erbärmlich. Jetzt hetzt man uns schon gegeneinander auf. Wenn du es nicht geschafft hättest, den wahren Schuldigen für den Mord zu finden, hätten die Orks keinen Handschlag tun müssen. Okay. Wow. Ich hatte jetzt gehofft gehabt, irgendjemand könnte mir sagen, wo der Richter ist. So, Wirt. Ranga? Willst du noch ein Bier? Willst du noch ein Bier? Ich habe keins mehr, aber... Da habe ich noch ein Bier. Besorg mir eins. Ulf. Bring mich zum Kloster. Das ist der Herold. Stör mich nicht, ich bin im Dienst. Ich habe keine Ahnung, wo ich den Richter finde. Jetzt ernsthaft, wo soll denn der sein? Und wer soll denn das sein? Hey, du. Was gibt's Neues? Es wird immer schlimmer mit dem Gesindel, da ich bin... Ja, der sagt dasselbe wie der andere. Aber wo ist der Richter und wer ist der Richter? Ich komme hier nicht weiter, also wirklich. So, Arbeit. Gavel, kann ich ihm was Neues sagen? Nee, nichts Neues. Kann ich hier rein? Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Also, oh, was ist denn das da? Buchkommode? Der Weg des Kampfes. Angriff ist die beste Verteidigung. Bei allem, was nicht Mensch ist. Eine Parade gegen Tiere oder Monster auszuführen ist sinnlos. Da ist es besser, den Gegner mit gezielten Seitenschlägen auf Distanz zu halten und überraschend eine Kombination aus mehreren Schlägen durchzuführen. Kombinationen mehrerer Schläge sind natürlich einem erfahrenen Kämpfer vorbehalten. Und wer sogar die Meisterschaft im Kampf erreicht, kann weitere Kombinationen ausführen. Okay. So, Brahim, zeig mir deine Karte. Zeig mir deine Karten. So, Landkarte Korinnes, Stadtkarte Korinnes, Landkarte Minental, Karte der Heiligen Schreine, sehr alte Karte. Landkarte Minental würde ich auch nochmal nehmen. Ich wusste das. Was für ein Stück meinst du? Hm? Na, die alte Karte, die du gerade gekauft hast. Was? Ich kenne Typen wie dich. Ihr erkennt, wo sich die Chance auf Reichtum bietet. Wieso behältst du es nicht selbst? Jetzt habe ich das aus Versehen übersprungen, verdammt. Wieso behältst du es nicht selbst?
Ich bin ein alter Mann und die Zeiten, wo ich selber losgezogen bin, sind lange vorbei. So etwas überlasse ich den Jüngeren. Okay, was ist das für ein Schriftstück? Was ist das für eine Karte? Es scheint eine Schatzkarte oder etwas Ähnliches zu sein. Aber wie ich dich einschätze, wirst du der Sache selbst auf den Grund gehen. Okay, wo ist das Schriftstück her? Wo hast du die Karte her? Och, das habe ich in einem Packen alter Karten gefunden, die ich vor kurzem erworben habe. Die Verkäuferin muss es wohl übersehen haben. Okay. Von mir erfährt keiner was. Komm später nochmal wieder. Dann habe ich sicher wieder etwas Neues für dich. Warte mal, jetzt will ich mir die Garons Minenkarte. Sehr alte Karte. Einige Probleme erledigen sich. Dann Karte Minental. Das ist jetzt eine normale Minental-Karte, warte. Das ist eine schlimme Sache. Wo habe ich jetzt die normale Karte? Hat ihr nie noch eine normale Karte gehabt? Wo ist denn die hin? Okay, der Schatz ist da bei den Dings. Wie heißen die da? Bei den Wassermagiern. Hey, meine Meinung kennst du. Gibt's was Neues? Für die besten Nachrichten bist du. Geh mal ja. Okay, ich will jetzt gerne wissen, wo ich hier Dings finde. Den Richter. Hat er irgendwas Neues? Hier, Nagu? Der Job ist gut gelaufen, aber über meine. Also Diebesgilde kommen wir auch nicht weiter. Ich brauche Informationen. Hat er nichts. Der hat nichts Neues. Was ist mit Mo? Er muss das ja besser wissen. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Was sind das denn für Gerüchte im Umlauf? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Ich weiß, du hast mit der Sache nichts zu tun, aber der Mord an dem Paladin hat die feinen Herrschaften echt aufgeschreckt. Wenn du einen Rat unter Freunden haben willst, verschwinde aus der Stadt. Zumindest für einige Zeit. Wieso sehe ich hier keine Miliz? Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Und wie läuft der Schiffsverkehr? Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Okay, von ihm gibt's auch nichts Neues. Ich bin jetzt ein bisschen verzweifelt, den Richter da zu finden. Kann ich die einquatschen? Was gibt's Neues? Ich habe keine Zeit, mich mit den Gerüchten, die hier in der Stadt erzählt werden, zu befassen. Okay, wer hat hier das Kommando? Martin, wer hat hier das Kommando? Laut Hagen ist der Oberbefehlshaber über alle Truppen auf der Insel. Er hat auch, solange wir hier sind, das Amt des Statthalters inne. Aber er ist sehr beschäftigt. Wenn du etwas zu klären hast, geh zur Kaserne und rede mit Lord André. Okay, kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Kannst du mir helfen, mich hier zurechtzufinden? Du bist hier im Hafenviertel. Wo willst du hin? Und es wird noch viel. Zum Galgenplatz, zum Marktplatz, zum Adonis-Tempel, ins obere Viertel, in die Unterstadt. Nee. Danke. Das war alles, was ich wissen wollte. Schlimme Zeiten sind das. Die können mir allesamt nicht helfen. So ist es Enos Wille. So. Vielleicht ist Martin der Dings. Alle Kisten noch da? Alle Kisten noch da? Mach dich ruhig über mich lustig. Steh du mal. Ja. Kennen wir. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. So, 110. Das wäre das. Ja. Gut. Er hat nichts Besseres. Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir mal weiter.
Glaubst du wirklich daran? Ja, ich weiß momentan nicht, wie wir hier vorankommen, wegen dem Dings hier, wegen des Richters Lakai. Da, keine Ahnung, aber ich würde dann vielleicht nochmal versuchen, in der nächsten Folge, was das Auge Innos angeht, nochmal. Hier, voranzukommen. Xardas war nicht gerade glücklich darüber, dass das Auge Innos zerstört ist. Der Wassermagier Vatras in der Stadt Kurin scheint nun die einzige Hoffnung zu sein. Ich muss ja das Auge Innos irgendwie organisieren. Ich würde mich dann mal in der nächsten Folge drum kümmern. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.